Hey Fans, hier ist der Gira Quick Tip. Heute die besten Konter gegen das Taucher-Pokémon Lugia. Lugia kehrt im Rahmen des Zeichentrick-Events als 5-Sterne-Raid-Boss zurück und diesmal hat es seine Spezialattacke Luftstoß im Gepäck. Lugia ist der Anführer der legendären Vögel, die wir ja bereits letzten Monat raiden konnten, und es hat die Typen Psycho und Flug und damit allerhand Schwächen. Mit Geist, Unlicht, Gestein, Eis und Elektroattacken kann Lugia am schnellsten besiegt werden. Die besten Konter sind also die folgenden Pokémon. Seit kurzem dauern die Mega-Entwicklungen ja ganze 8 Stunden an, also lohnt es sich, die relevanten Megas genauer ins Auge zu fassen. Mega Gengar und Mega Hundemon sind beide extrem gute Konter gegen Lugia und boosten die Stärke des gesamten Teams. Mega Gengar muss Schlecker und Spukball beherrschen, Mega Hundemon ist mit Standpauke und Schmarotzer bestens ausgestattet. Da der Mega-Boost nur aktiv ist, solange das Mega nicht kampfunfähig ist, solltet ihr euch mit euren Teamkollegen absprechen, an welche Stelle eures Teams ihr das Mega setzt. Einer schickt seins zum Anfang des Kampfes rein, der nächste als zweites und so weiter. So kann der Boost möglichst lange aufrechterhalten werden. Unter den Kryptos solltet ihr Elevoltech auswählen. Es ist aktuell mit Donnerschock und Stromstoß die beste Glas-Cannon unter den Kryptos. Krypto Raikou ist ebenfalls sehr gut, auch hier ist Donnerschock und Stromstoß das perfekte Set. Außerdem sind noch Krypto Magnezone mit Funkensprung und Stromstoß, Krypto Snibunna mit Standpauke und Lawine sowie Krypto Zapdos mit Donnerschock und Donnerblitz extrem gute Angreifer. Selbstverständlich sind auch reguläre Varianten dieser Pokémon durchaus brauchbar, sie halten mehr aus, machen dafür aber etwas weniger Schaden. Zekrom ist als Elektro-Pokémon vorne mit dabei, Ladestrahl und Stromstoß ergeben das perfekte Set. Die beiden gerade erst dagewesenen Raid-Bosse Giratina in der Urform und Darkrai zählen ebenfalls direkt zu den besten Kontern gegen Lugia. Standpauke und Spukball sind für Darkrai perfekt, Dunkelklaue und Spukball für Giratina. Rihornior mit Katapult und der Community Day Attacke Felswerfer und Galar Flampivian mit Eiszahn und Lawine runden die besten Konter perfekt ab. Außerdem könnt ihr natürlich auch weiter Pokémon wie Ramaidon oder Despotar mit Gesteinsattacken verwenden. Man braucht, um Lugia zu besiegen, etwa 4 bis 6 Trainer. Nach dem Kampf muss Lugia 2115 WP haben, dann ist es ein 100%iges. Der Wetterboost kommt nur mit Wind zum Tragen, dann hat Lugia maximal 2645 WP. Auch diesmal wird Lugia wieder in der Shiny-Variante fangbar sein, deshalb solltet ihr einen Shiny bekommen, Sanana-Beere nicht vergessen. Ein Shiny hat immer eine 100%ige Fangquote. Lugia ist ein extrem massiges Pokémon und kann sehr viel einstecken. Als Angreifer war es aber nie sonderlich gut zu gebrauchen, da sein Angriffswert für ein legendäres Pokémon eher durchschnittlich ist. Nun bekommt es aber mit diesem Release endlich seine Spezialattacke Luftstoß. Das wird es nicht zu einem guten Angreifer machen, aber für PvP ist die Attacke extrem interessant. Luftstoß ist mit einer Stärke von 180 die stärkste Attacke im Spiel und hat dazu noch die Chance, Lugias Angriff um 2 Stufen zu erhöhen. Leider besitzt Lugia aber aktuell keine passende Flug-Sofort-Attacke, sodass es sich mit Sondersensor begnügen muss. Trotzdem wird Lugia mit Luftstoß für ordentlich Wirbel in den Ligen sorgen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerade für die Meisterliga sollte man sich ein gutes Exemplar besorgen. Solltet ihr imstande sein, euch ein Lugia unter 1500 WP zu ertauschen, verspricht Luftstoß auch in der Superliga großes Potenzial. Ab der 5. Saison der Go-Kampfliga kann man ab Rang 7 Lugia als Belohnung erhalten und damit Level 15. Diese Lugia kann man mit Glück unter 1500 WP tauschen, sehr empfehlenswert. Das war auch schon alles, was ihr zu Lugia wissen müsst. Ich wünsche euch wieder viel Erfolg beim Raiden und bis zum nächsten Mal bei Gira Frag mich. Adios, Tragosso!